Was hat das Sushi aus der Kühltheke eigentlich mit nachhaltiger Chemie und Materialien zu tun? Hi, ich bin Jennifer Real. Ich bin Head of Quality and Innovation Management und damit Teil der erweiterten Unternehmensführung bei der Silver Plastics in Troisdorf. Wie klappt's? Ja, das sieht gut aus. Der Einstieg in meine Karriere war das Studium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ich wollte schon immer wissen, woraus die Dinge bestehen, die uns umgeben. Für mich ist daher die Kombination aus Chemie und Materialwissenschaften genau richtig, weil sie die Theorie und die Praxis verbindet. Wir stellen Verpackungsmaterial für die Lebensmittelindustrie her. Wie zum Beispiel diese Schale hier. Die besteht aus 100% PET-Rezyklat und ist ebenso recyclingfähig. Darin wird zum Beispiel das Sushi verpackt, was ihr in der Kühltheke findet. Ich habe von der Nähe der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zur Industrie profitieren können. Als Studierende kannst du jede Menge vorhandener Synergien nutzen und erste Kontakte zu deinem späteren Arbeitgeber knüpfen. Ich bin hier im Unternehmen für die Material- und Produktentwicklung zuständig. Die Ausstattung der Hochschule ist mit der in der Industrie vergleichbar. Manche Analysen und Dienstleistungen geben wir sogar in der Hochschule in Auftrag. Dass ich so schnell in die erweiterte Unternehmensführung geschafft habe, hätte ich damals niemals gedacht. Der Studiengang war eindeutig die Basis dafür. Nutzt du jetzt auch deine Chance.